ist meine Bürste? Da. Hallo! Warte kurz! Na? Oh, ich habe noch so einen Filter dran. Upsi, das wollte ich gar nicht. Wie geht denn der weg? Na, Leute? Ah, da. Huch! Ach, ich bin überfordert. Hier schon wieder. Hallo! Ich warte mal einen kurzen Moment. Wie geht's euch, Friends? Okay, also. Na? Hi. Okay, ich fange. Ich finde Livestreams anzufangen immer so schwierig. Irgendwann läuft alles so voll von alleine und man ja labert einfach durch. Aber den Anfang finde ich immer so awkward, weil ich nie weiß, womit ich anfangen soll zu reden. Man kann dich nicht hören. Kann man mich wirklich nicht hören? Oder kann mich nur die eine Person nicht hören, die... Könnt ihr mich hören, Leute? Sagt mal Bescheid. Weil irgendjemand kann mich da nicht hören. Ich weiß nicht, ob die Person einfach nur ihre Lautstärke nicht anhat oder ob er mich wirklich nicht hören kann. Hallo? Gott, meine Haare. Guck mal, wie das aussieht. Okay, ihr schreibt gerade, man kann mich hören. Sehr gut. Wow. Warte, ich muss mal kurz meine Haare bürsten. Leute, heute ist einfach schon Silvester. Ich finde es so crazy. Oder? Was macht ihr eigentlich heute Abend? So richtig irgendwas machen kann man ja nicht. Ups. Also ich bleibe heute auf jeden Fall zu Hause. Bei meiner Familie. Und heute werden sehr, sehr viele Mario Kart Battles gemacht. Ja, wann bist du denn aufgestanden? Mein Wecker hat um... Wann hat mein Wecker geklingelt? Um 9.40 Uhr oder so? Und aufgestanden bin ich vor 10 Minuten. Also ich habe noch ein bisschen Zeit im Bett verbracht und habe am Handy gegammelt und so. Raclette essen. Ja, wir machen auch Raclette heute Abend. Wir machen Pizza und spielen Spiele. Das ist cool. Wir haben gestern Pizza gemacht. Ich hatte ja, ich weiß nicht, ob ich euch das so... doch, klar. Also, wenn ihr mein Video gesehen habt mit Jana, wo sie 5 Minuten bei Amazon bestellt hat, glaube ich, war das, 5 Minuten blind bei Amazon bestellt hat, haben wir so einen Pizzastein gekauft. Also, sie hat einen Pizzastein gekauft. Und dieser Pickel hier, wow. Oh Mann. Sie hat auf jeden Fall da so einen Pizzastein gekauft und den haben wir gestern zum zweiten Mal benutzt, weil letztes Mal, als wir den benutzt haben, war das so mega geil mit diesem Teil. Also, das ist wie quasi, wenn ihr das, also nicht ganz wie in so einem Steinofen, also wie in so einem richtigen Pizzaofen, aber es kommt schon nah dran. Zumindest letztes Mal kam es voll nah dran, als wir die Pizza mit diesem Pizzastein gemacht haben. Und es war richtig, richtig geil. Und dieses Mal, ich glaube, wir haben es halt letztes Mal in meinem Backofen gemacht. Und mein Backofen ist halt viel neuer als der von meinen Eltern und viel schneller. Und diesmal haben wir den Pizzastein nicht lang genug heiß werden lassen gestern. Und deswegen, ja, ist es nicht ganz so geil geworden wie letztes Mal. Zumindest die letzten zwei. Wir haben so Mini-Pizzen gemacht. Deswegen haben wir ganz viele gemacht. Und die ersten... wurden oben halt voll braun und unten drunter waren die halt noch so voll weich. Also es war überhaupt gar kein knuspriger, also gar keine knusprige, gar kein knuspriger Boden, das wollte ich sagen. Und ja, deswegen war das gestern irgendwie weniger geil als letztes Mal, aber daraus haben wir gelernt. Wir müssen einfach diesen Pizzastein länger heiß werden lassen, aber es hat so lange gedauert. Wir haben wirklich, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder so da Pizzen gebacken, also diese kleinen. Und nach einer Dreiviertelstunde erst, und wir hatten den Ofen halt auf 250 Grad oder so, also richtig heiß, erst so nach einer Dreiviertelstunde wurde es gut. Ja, also Leute, falls ihr einen Pizzastein habt oder euch einen zulegen wollt, was eigentlich mega cool ist, dann bringt sehr viel Geduld und Zeit mit. Ihr müsst den echt lange aufheizen lassen, bis dieser Stein heiß ist. Wie kam ich jetzt eigentlich darauf? Also, keine Ahnung. Egal. Guck mal, ich stelle hier das... Ich fühle mich immer wie in so einem QVC-Werbekanal, wenn ich hier mein Parfum so hinstelle. Aber ich will ja auch, dass ihr es seht. Ich müsste mir eigentlich mal so einen Hintergrund machen, wo ganz viel... wie so ein Werbeplakat. Okay, es ist dann auch wie bei QVC, aber
wie so ein Werbeplakat, wo halt ganz oft das, das Parfum drauf, drauf ge... ganz oft das Parfum drauf gedruckt ist, wollte ich sagen. Dann muss ich es nicht hier immer so hinstellen. Also muss ich sowieso nicht, aber ich finde es so schön, Leute. Ich will einfach, dass, dass man es immer sieht. Es ist so pretty. Steht da Salz im Hintergrund? Ja. Vielleicht. Wartet. Hier. Das ist so meine unordentliche Ecke, Leute. In meinem Kleiderschrankzimmer. Also natürlich die einzige unordentliche Ecke. Und hier haben wir einmal zwei Packungen Alpenjodsalz. Auch noch voll, beide. Weil ich stehe einfach drauf, ein bisschen Salzvorrat in meinem Ankleidezimmer zu haben. Nein, ich habe dieses Salz jeweils in Bayerisch Zell gekauft, da wo ich im Frühling drehe, die ZDF-Serie. Und da hatte ich halt eine Wohnung und in dieser Wohnung kann man halt kochen, aber da gibt es halt gar keine Gewürze. Und ich habe einmal dann Salz gekauft und dachte mir so, okay, das nehme ich jetzt jedes Mal mit, wenn ich nach Bayerisch Zell fahre. Habe ich natürlich vergessen und deswegen musste ich es nochmal kaufen. Und jetzt habe ich zwei und die sind beide voll und werden beide nicht benutzt. Und daneben haben wir noch ein wunderschönes Pfeffer-K.O.-Fog, weil ich mal eine Zeit lang sehr ängstlich war. Mir gedacht habe, okay, ich brauche Pfefferspray, um zu überleben. Und ja, hier sind noch so ein paar andere Kramsachen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Hier habe ich noch ein Duschschaum. Eine Pillenpackung. Da sind sogar noch welche drin. Ich glaube, das sind so Vitamin B12-Tabletten. Habe ich nie benutzt. Super. Ein Maßband. Und, ah, hier ist noch eine Haarbürste. Okay, wir hören jetzt auf damit. Sorry. Richtig lame einfach. Du hast die... Ich habe die Frühling-Folge gesehen. Yay! Das ist cool. Ja, genau, am... wann war das denn? Am 20. Dezember oder am 21. Dezember? Kurz vor Weihnachten auf jeden Fall. Kam die Winterfolge von Frühling wieder. In der ich das erste Mal eine größere Rolle hatte. Und die habe ich dann auch ein bisschen geschaut. Und war so voll, oh mein Gott. Da hatte ich auch noch mega lange Haare. Das war die Zeit, wo ich so ultra lange Extensions drin hatte. Die gingen bis hier. Was aber auch voll krass ist, was mir aufgefallen ist. Ich habe vorhin gesehen, also ich wollte diesen TikTok-Trend auch machen, wo alle ein Bild von sich in 2020 Januar zeigen und dann eins in 2020... Dezember, so. Und da habe ich gesehen, ich habe meine Haare im Januar abgeschnitten gehabt. Und zwar bis hier. Das heißt, innerhalb von diesem Jahr sind meine Haare so viel gewachsen. Und das finde ich so krass, weil irgendwie hätte ich niemals gedacht, dass Haare in einem Jahr so lang wachsen. Ich dachte irgendwie immer nur so ein Stück oder so innerhalb von einem Jahr. Aber ey, so heftig, wie lang die geworden sind. Deswegen, ja, wollte ich nur gerade mal irgendwie loswerden, dass ich es voll crazy finde, wie doll meine Haare gewachsen sind. Wann kommen die neuen Frühlingsfolgen? Das weiß ich gar nicht so genau. Eigentlich war geplant im Januar. Es kann aber auch sein, dass sie im Februar kommen. Irgendwann auf jeden Fall bald. Also es dauert nicht mehr so lange, bis die neuen Frühlingsfolgen kommen. Da freue ich mich auch schon voll drauf. Mir geht's gut. Und wie geht's euch? Ja. Seid ihr traurig, dass das Jahr vorbei ist oder eher froh? Ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, weil einerseits war es natürlich ein echt schlimmes Jahr, was Corona und so betrifft. Ich will jetzt hier das Thema nicht wieder breitschlagen. Ich glaube, da haben wir im Moment alle genug von. Aber wo läuft das? Was ist das? Frühling ist eine ZDF-Filmreihe. Also eine Filmserie quasi, in der ich mitspiele. Und es kommt bei ZDF, aber du kannst es auch in der ZDF-Mediathek schauen. Wenn du einfach Frühling eingibst und dann Frühling Weihnachtswunder, dann kannst du die Weihnachtsfolge gucken in der ZDF-Mediathek. Die ist echt richtig, richtig schön, aber auch sehr traurig. Also falls ihr
sehr schnell heult bei Filmen, you will probably cry. Aber naja. Nee, genau. Also es ist schon ein hartes Jahr gewesen, auf jeden Fall. Aber andererseits auch voll... Ich finde das schwierig, darüber so zu reden, weil ich das fast... Also ich habe immer Angst, dass es das so ein bisschen respektlos rüberkommt, wenn ich sage, es war ein gutes Jahr. Weil einerseits war es natürlich schrecklich und super schwierig für total viele Leute. Und super viele Menschen haben Menschen verloren und mussten... ja, ihr Geschäft aufgeben oder sowas, was grauenvoll ist. Aber andererseits fand ich das ja, wenn man das mal gerade außen vor lässt, eigentlich echt ganz gut. Also ich habe viel erlebt, trotzdem viel Neues. Ich habe meine Freunde sehr, sehr wenig gesehen, was super schade ist, aber mit Obi zum Beispiel und ja, andere Dinge, die ich machen konnte, wie zum Beispiel Ninja Warrior. Das war krass, dass ich meine erste eigene meinen ersten eigenen Moderationsjob bekommen habe und sowas. Das war, also, dieses Jahr ist viel Cooles passiert, aber natürlich auch viel Schwieriges. Und ich habe meine Freunde super wenig gesehen, was halt mega schade ist. Und ja. Aber hey, 2021 wird besser. Hoffentlich. Also, sieht ja auf jeden Fall gerade schon mal so aus, als würde es irgendwann Mitte des Jahres vielleicht dann doch wieder alles gut werden. Aber wer weiß. Können wir jetzt noch nicht sagen. Wirst du künftig noch mehr im Fernsehen zu sehen sein? Ja, also bei Frühling auf jeden Fall. Und also da werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr noch viel zu sehen sein. Und ansonsten weiß ich es gar nicht. Also, ich weiß noch nicht, ob Ninja Warrior Kids weitergeht und ob ich dann überhaupt wieder genommen werde. Das kann ich noch gar nicht sagen, aber ich würde mich darüber natürlich super freuen. Also, eventuell werdet ihr mich wieder im Fernsehen einige Male sehen. Ja. Was ist eigentlich mit Janas TikTok-Account? Das werde ich so, so oft gefragt unter meinen TikToks und generell überall. Was ich natürlich auch verstehen kann. Oh, es ist so ärgerlich im Moment, Leute. TikTok sperrt Jana irgendwie im Moment immer wieder. Also sie haben schon öfters versucht, Jana manuell wieder freizuschalten, aber der Algorithmus oder die künstliche Intelligenz bei TikTok oder was auch immer, die sperrt Jana immer wieder, weil die davon ausgehen, dass sie zu jung ist. Also, ja. Sie ist natürlich eigentlich nicht zu jung, aber irgendwie sieht der Computer bei TikTok es immer wieder so, dass Jana zu jung ist, um auf der Plattform zu sein. Und deswegen sperren sie immer wieder ihren Account und dann müssen wir das immer wieder manuell freischalten lassen. Und deswegen ist ihr Account jetzt gerade auch wieder gesperrt die ganze Zeit, weil ja jetzt gerade logischerweise die Feiertage sind und uns deshalb oder ihr deshalb gerade keiner helfen kann von TikTok. Und deswegen ist ihr Account gerade wieder gesperrt. Ich hoffe so sehr für sie, dass das bald ein Ende hat mit diesem dauernden Sperren und dann wieder entsperren lassen und wieder sperren und sowas. Das ist echt doof. Vor allen Dingen, weil es halt auch gar nicht die Möglichkeit gibt, sie halt dauerhaft entsperren zu lassen, sondern dieser Algorithmus oder was auch immer das bei TikTok halt ist, das sperrt sie einfach immer wieder automatisch und man kann das nicht manuell ausstellen. Deswegen müssen wir alle die Däumchen drücken, dass Jana bald, wenn sie dann wieder freigeschaltet wird, hoffentlich, wenn die Leute bei TikTok wieder arbeiten und nicht mehr in den Ferien sind, dass sie dann wieder freigeschaltet wird und dann auch freigeschaltet bleibt. Weil das kann ich mir vorstellen für sie, das ist echt mega doof, immer dann wieder die Hoffnung zu haben, okay, jetzt bin ich wieder da und dann 2 Tage später ist der Account wieder weg. Das ist super, super ärgerlich. Und einen neuen Account machen. Ja, ich meine, sie könnte sich einen neuen Account machen, das stimmt schon. Aber irgendwie will man ja auch seinen eigenen Account behalten. Und ich glaube, es würde dann mit dem neuen Account sowieso auch wieder gleich so passieren. Wenn der dann ein bisschen größer wird und TikTok auf den Account aufmerksam wird. Also der Algorithmus von TikTok. Deswegen neuen Account machen, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann versucht sie das, wenn... hier schreiben auch ein paar, meiner ist auch gesperrt worden. Ja, ist im Moment echt
doof. Ich meine, es ist gut, dass TikTok darauf aufpasst, dass nicht so junge Kids auf der Plattform sind und ihre Videos hochladen, aber natürlich voll ärgerlich für Jana. Das war ja bei mir vor, ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren war das bei mir, bei YouTube so, wo die das geändert haben zu diesen kinderfreundlicheren. Und dann haben die bei mir, ich glaube, ein halbes oder dreiviertel Jahr keine Kommentare mehr zugelassen. Da hatte ich ein halbes Jahr überhaupt gar keine Kommentare bekommen können. Also die waren immer deaktiviert bei meinen Videos und alle Leute dachten immer, ich wäre das selber, weil ich zu viel Hate bekomme oder so. Aber ich war das nicht, sondern das war YouTube, weil die dachten, dass ich minderjährig bin, obwohl ich halt 19 war oder 20. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Das fühlt sich so lange her an, aber ich glaube, es ist gar nicht so lange her, dass das so war. Aber genau, da hat YouTube immer meine Kommentare deaktiviert, weil sie dachten, ich wäre unter 18 oder unter 14. Irgendwie so. Doch, unter 14, so war das. Du durftest unter 14 eigentlich kein YouTube haben und das ist dann unter YouTube Kids gefallen oder so. Und deswegen haben sie dann meine Kommentare immer deaktiviert. Und Leute, es hat so lange gedauert, das wieder hinzukriegen, weil YouTube Deutschland da nichts gegen tun konnte. Und wir mussten dann halt mit YouTube Amerika reden. Und das hat echt übelst lange gedauert, da mit denen zu kommunizieren. Und dann irgendwie ein Dreivierteljahr später hat es dann endlich geklappt, dass ich wieder Kommentare bekommen habe. Weil ich dachte am Anfang die ganze Zeit, dass es wegen Jana ist, dass die deshalb halt meinen kompletten Account sperren. Aber die aus YouTube Amerika haben dann gesagt, dass es gar nicht an Jana liegt. Also bei Jana war es ja wirklich so, war ja in meinen Videos dabei und sie ist halt unter 14. Und deswegen hätte es sein können, dass sie das gemacht haben. Aber sie meinten, dass das an mir liegt, nicht an meiner Schwester, weil ich so jung aussehe. Wo ich mir dachte, Leute, ich bin nicht 13. Bitte schaltet doch meine Kommentare wieder an. Das war echt so schrecklich, aber das ist jetzt zum Glück vorbei. Und passiert auch hoffentlich nicht mehr. Aber ich glaube nicht, weil jetzt haben sie mich eigentlich freigeschaltet. Endlich. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja. Ja. Oh Mann. Ab welcher Serie bist du in Frühling dabei? Also es gibt schon sehr, sehr viele Frühling-Folgen. Ich bin ab Folge 17, glaube ich, dabei. Also ich glaube, Folge 17 von Frühling ist die erste, in der ich aufgetaucht bin. Da hatte ich aber noch eine relativ kleine Rolle und ich war auch nicht in jedem Film dabei am Anfang. Aber ab dem Winterfrühling ist sie sehr viel größer geworden. Also ich bin ab Folge 17 dabei. Genau. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß. Das habe ich vergessen, weil alle Frühlinge haben ja einen eigenen Namen noch dazu. Also Frühling und dann steht dahinter dann noch der Folgenname quasi. Und ich weiß nicht mehr, was es war. Ich könnte nachgucken, aber dann würde ich jetzt hier den Livestream beenden müssen so lange. Deswegen Folge 17. Ab Folge 17 bei Frühling bin ich dabei. Das könnt ihr in der ZDF-Mediathek schauen. Genau. Ich habe gerade auch schon voll viele Nachrichten gelesen, dass Leute gesagt haben, dass sie mein Parfum zu Weihnachten bekommen haben. Das freut mich voll. Welches habt ihr denn gekriegt? Also entweder Dance oder Love. Schreibt mal unten in die Kommentare, also in dieses Kommentarfeld rein, welches ihr gekriegt habt. Oder wenn ihr beide habt, dann schreibt mir mal, welches ihr lieber mögt. Das würde mich voll interessieren. Ich überlege auch die ganze Zeit, welches ich heute drauf machen soll. Ich habe nämlich noch keins drauf gemacht. Ich habe auch noch kein Deo benutzt. Soll ich vielleicht mal tun jetzt? So. So, jetzt seht ihr mich. Dabei, seht ihr mir zwar dabei zu, wie ich mein Deo drauf mache, aber ist mir jetzt auch egal. So schlimm ist es auch nicht. Jemand hat Love bekommen. Kann man die Parfums auch in der Schweiz kaufen? In der Schweiz leider nicht. Aber in Deutschland und Österreich. In Deutschland bekommt ihr sie bei Rossmann. Und nicht in der Schweiz, sondern in Österreich kriegt ihr sie bei DM. Also, ja. Aber in der Schweiz leider nicht. Das finde ich auch super schade. Aber immerhin haben wir es schon nach Österreich geschafft. Und vielleicht irgendwann auch in die Schweiz. Das müssen wir mal schauen noch. Rosa is Love. Genau, das hier ist Love. Und das hier ist Dance. Genau. Wie viel kosten die Parfums? Ich kann nicht mehr reden. Die Parfums kosten 16,95 Euro. Im Regelfall zumindest. Aber im Moment sind bei
gibt es bei Rossmann auch immer ganz viele Rabatte. Also schaut auf jeden Fall immer wieder mal hier in der Story vorbei. Da zeigen wir das nämlich immer, wenn es irgendwie eine Aktion bei Rossmann gibt oder so. Weil manchmal kosten sie dann nur 13,95 €. Zum Beispiel zu Black Friday in der Woche haben die Parfums auch nur 13,95 € gekostet. Also folgt dem Account hier unbedingt, falls ihr das noch nicht tut. Dann kriegt ihr sowas nämlich mit. Und 13,95 € zu 16,95 € ist schon ganz guter Rabatt, würde ich sagen. Und, ja, genau. Was machst du heute an Silvester so? Nichts so wirklich. Also, ich bleib bei meiner Familie zu Hause. Eigentlich hätte ich mit Freunden zusammen in Köln gefeiert. Aber das machen wir natürlich nicht. Solltet ihr übrigens auch alle nicht tun, falls ihr das vorhattet. Bleibt zu Hause, Kids. Aber, ja, ich bleib bei meiner Familie heute. Wir spielen Mario Kart und machen Raclette. Und bestimmt noch ganz viele andere Sachen. Ich hoffe, meine Schwester kommt nicht darauf, mit mir Just Dance spielen zu wollen. Weil, ja. Also eigentlich ist das Spiel ganz lustig. Aber wenn ich gegen sie spiele, dann verliere ich halt immer. Und das macht dann immer nicht so Spaß. Aber, naja. Letztes Mal habe ich aber einmal gewonnen, als wir Just Dance gespielt haben. Ich glaube, da haben wir 7 Runden gespielt und eine einzige Runde habe ich gewonnen und das war so ein komischer Volkstanz. Keine Ahnung, was das war, aber bei allen coolen Sachen hat Jana die ganze Zeit gewonnen und dann kam so ein weirder Volkstanz. Keine Ahnung, was das war, kann ich euch wirklich nicht mehr sagen, aber da musste man sich die ganze Zeit so richtig komisch bewegen auf jeden Fall und da habe ich dann gewonnen. Keine Ahnung, ob ich das jetzt als positiv nehmen soll oder nicht, aber auf jeden Fall, ja, komische Volkstänze kann ich anscheinend. Immerhin etwas. Naja. wann kommt das nächste Video mit Jana? Das weiß ich gar nicht. Bald bestimmt. Aber ich habe jetzt am Sonntag mit Jana ein Video hochgeladen, wo wir TikTok-Gadgets ausgetestet haben. Da steht auch Gadgets noch auf meinem Thumbnail falsch drauf. Ich habe das irgendwie gar nicht gerafft. Und dann habe ich in den Kommentaren gesehen, dass es die ganze Zeit da ein Rechtschreib, also dass da ein Rechtschreibfehler in meinem Thumbnail ist. Und das ist gerade auch immer noch, ich muss es unbedingt noch ändern. Ich habe das G bei Gadgets vergessen. Also nicht das erste G, sondern das zweite G. Ja, nicht so schlau. Aber naja, und genau, das Video ist jetzt am Sonntag online gekommen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr euch das voll gerne anschauen. Macht ihr veganes Raclette? Nein, vegetarisch. Also, ich esse schon Raclette-Käse mit, aber wir essen, also meine Schwester und ich essen kein Fleisch. Beide mehr. Deswegen essen wir nur Gemüse unter unserem Käse. Und so ein bisschen von diesem Fake-Fleisch haben wir geholt. Also diese Soja-geschnetzelten Dinger, das haben wir geholt. Und das packen wir dann noch oben auf den Raclette-Grill so drauf. Aber genau, das machen wir. Ich guck mal hier unten in diesen Fragenordner. Ich habe zu Weihnachten deine Bettdecke bekommen. Oh, das ist mega cool. Das freut mich voll. Ich habe, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, ja seit 3 Wochen oder so meine eigene Bettwäsche in meinem Merch-Shop. Die ist auch so schön geworden. Ich fand's auch mega, mega cool, wie die bei euch angekommen ist. Ich habe ja wirklich nicht so viel Werbung dafür gemacht. Aber als ich die in meiner Story verlinkt habe, ich glaube, noch nie so viele Menschen haben bei meiner Story nach oben geswiped. Ich kann das ja immer sehen, wie viele nach oben swipen zu der Seite. Und so viele von euch fanden die Bettdecke, also die Bettwäsche, mega cool. Das freut mich voll. Also falls ihr die Bettwäsche noch nicht kennt oder noch nicht habt oder sie halt noch nicht kennt, dann schaut auf jeden Fall mal bei www.juliabeautics.de vorbei. Also einfach nur meinname.de. Und das ist mein Merch-Shop und da gibt's jetzt die Bettwäsche. Ich kann euch die jetzt gerade nicht zeigen, weil die da hinten in einem anderen Zimmer ist. Und mein Bett noch nicht gemacht ist. Deswegen, glaube ich, würde man sowieso nicht so viel erkennen. Aber ja, genau, da könnt ihr voll gerne mal vorbeischauen, falls euch die interessiert. Die ist sehr, sehr, sehr hübsch. Ich kann es euch sagen. So. Was? Wir machen immer Pizzateig in die Raclette-Bändchen. Hä? Okay, das klingt irgendwie ein bisschen interessant, aber irgendwie auch ein bisschen komisch. Wird das denn überhaupt so richtig gebacken? Funktioniert das? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
Habt ihr irgendwelche komischen Sachen, also ungewöhnlichen Sachen, die ihr in euer Raclette-Pfännchen tut? Weil ich habe das Gefühl, wir machen halt so nur so richtig normalen Kram da rein. So Kartoffeln und Mais und Paprika und dann halt Raclette-Käse drüber. Und irgendwelches Gemüse halt, aber Pizzateig, das klingt aber mega cool irgendwie. Das Ding ist, wir hatten halt gestern Pizza und ich kann jetzt nicht schon wieder Pizza machen, Pizzateig. Aber, obwohl, eigentlich könnte ich es mal versuchen. Ich glaube, ich versuche das nachher. Wir machen auch immer Pizza in Raclette-Pfännchen. Hä? Echt? Krass. Ich mache Pfannkuchen bei Raclette. Pfannkuchen? Hä, Leute, okay, ich bin jetzt gerade richtig überfordert. Was? Manchmal Eierspeis. Eierspeis ist, heißt Rührei, oder? Oder ist es Pfannkuchen? Nee, Eierspeis heißt Rührei, oder? Ja. Ich gebe Eier hinein. Ach, crazy. Pfannkuchen im Raclette. Hä? Leute, ihr macht ja voll das crazy Zeug. Wir machen auch immer Pizzateig. Krass. Okay, also ich glaube, ich werde das nachher mal versuchen, da irgendwie so ein bisschen Pizzateig herzustellen und das dann zu machen. Flammkuchen im Raclette. Hä, Leute, ihr macht ja voll das crazy Zeug. Banane mit Honig. Oha. Wir sind immer so richtig lame. Okay, ich werde safe spielen. Mein Akku ist bei 20%, deswegen ist da gerade so ein Dings gekommen. Ich werde das safe nachher versuchen, da Pizzateig reinzumachen. Aber belegt ihr das dann auch so richtig wie eine Pizza? Also macht ihr Pizzateig, Tomatensauce und dann Raclette-Käse? Oder kommt da einfach Pizzateig random rein mit irgendwas? Julia hat wohl was verpasst. Ja, übel. Krass. Ich find's richtig crazy. Hätte ich irgendwie nie drüber nachgedacht, da Pizzateig reinzumachen. Aber eigentlich voll schlau. Schminkst du dich? Ja, manchmal. Also eigentlich ja, aber heute hatte ich irgendwie keinen Bock. Eigentlich wollte ich mich jetzt hier im Livestream schminken, aber irgendwie fühle ich mich gerade nicht danach. Und ja, dann kann er hier wenigstens mal atmen. Und hoffentlich schnell weggehen. Ich habe davon noch nie gehört. Ja, ich auch nicht. Das ist voll verrückt. Also ich belege das immer wieder normale Pizza. Okay, ja, das versuche ich später mal. Erst muss man den Pizzateig in Raten lassen, damit er auch hart wird. Und dann darf man den da reintun. Ach so, du meinst braten lassen? Kommt er erst in die Pfanne oder erst auf dieses Teil oben drauf und dann unten rein? Oder wie? Okay. Nach was riechen die Parfums? Also das hier ist quasi so ein bisschen Rose, Fräsie und sowas. Und riecht halt so ziemlich süß, aber irgendwie auch so ein bisschen orientalisch, habe ich das Gefühl. Also finde ich, es ist so ein süßes, blumiges, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber es riecht auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Und das hier ist eigentlich das komplette Gegenteil. Also dieser Duft hier riecht sehr, sehr süß und blumig, aber irgendwie auch total besonders. Also ich habe noch nie sowas gerochen wie Love, muss ich echt sagen. Also es riecht nicht wie so ein typisches süßes Blumenparfum. Also es riecht jetzt nicht irgendwie einfach nach Rose und dann denkt man sich so, okay. Sondern es ist echt mega cool. Also ihr solltet wirklich mal dran riechen. Ich habe vorher noch nie sowas in der Richtung gesehen. Und ich weiß auch nicht, woran es mich irgendwie ansatzweise erinnern könnte, weil es so originell ist, würde ich sagen. Und dieser hier ist quasi das komplette Gegenteil. Der riecht sehr... Wie kann man es beschreiben? Warum habe ich es gerade geschüttelt? Da ist, der riecht mehr so ein bisschen sportlich, würde ich sagen, fast schon. Und auch süß, aber mehr fruchtig. Der hier ist eher blumig und der hier ist eher fruchtig. Genau. Aber ihr solltet unbedingt mal drin riechen, weil ich finde, man kann das wirklich nicht beschreiben. Ich kann euch zwar genau sagen, was drin ist, aber man kann wirklich trotzdem nicht beschreiben, wie es riecht. Ich kann euch zwar die Komponenten sagen, aber trotzdem... ich kann nicht die ganze Zeit Kommentare lesen und gleichzeitig reden. Also
ich kann euch zwar die Inhaltsstoffe natürlich sagen, also die Komponenten, aber trotzdem setzt es sich irgendwie so zusammen, dass es so besonders riecht. Also Leute, falls ihr mal einem Rossmann vorbeischlendert, riecht mal dran, ohne Witz. Genau. Was benutzt du öfter? Also ich muss sagen, im Sommer habe ich öfter Dance benutzt. Und so im Herbst, Winter und Anfang Frühling benutze ich immer eher den. Also irgendwie ist das so eher mein kalte Jahreszeiten und abends Weggeh-Duft, was ich halt dieses Jahr nicht so viel gemacht habe. Und der hier ist eher so mein Sommerduft. Also den benutze ich eher im Sommer. Und den hier, wenn ich abends irgendwo hingehe oder ja so ein bisschen mich schicker machen muss. Und eher so im Winter und in den kälteren Zeiten. Deswegen benutze ich den jetzt auch, glaube ich, heute. Ich benutze aber viel zu viel. Eigentlich braucht man gar nicht so viel, aber ja. Oh, ich liebe es so sehr. Oha, bei euch schneit es. Leute, schreibt mal unten in die Kommentare, wenn es bei euch schneit. Bei uns, ich warte die ganze Zeit auf Schnee. Oh, ich hatte gerade kurz Hoffnung. Ich habe gerade kurz Hoffnung gehabt, dass in dem Baum so ein bisschen Schnee liegt, aber es ist einfach nur der helle Ast, den ich gesehen habe. Also leider kein Schnee. Aber ja, schreibt mal, ob es bei euch schneit, weil ich warte seit, ich glaube, einer Woche oder so, steht bei uns im Wetterbericht, dass es so zu 50% die Möglichkeit gibt, dass es schneit. Dann einmal gab es zu 70% die Möglichkeit, dass es schneit. Ja, rate mal, wie oft es geschneit hat. Richtig, kein einziges Mal. Aber, naja, ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Vielleicht passiert es noch. Und wenn nicht, dann, naja, ist es auch okay. Es war schade, weil einmal Schnee wäre schon cool. Ich mag Schnee zwar generell nicht so gerne, weil es dann mega kalt ist, aber er sieht schön aus. Deswegen wäre schon cool, wenn es so einmal noch schneit. Bitte. Vor allen Dingen, bei uns steht im Wetterbericht immer noch, dass es die Tage jetzt wieder auf jeden Fall schneien soll. Und ich habe schon Angst, mich drüber zu freuen, beziehungsweise drüber nachzudenken, dass es halt die nächsten Tage schneit, weil es war schon öfters so jetzt, dass es das gesagt hat und dann nichts passiert ist. Deswegen höre ich jetzt einfach auf mit der Hoffnung und warte einfach. Genau. Aber ey, Leute, bei euch schneit es ja an voll vielen Orten. Also voll viele Leute schreiben gerade, dass es bei euch schneit. Oh, es schneit gerade bei jemandem. Voll schön. Oh Mann. Ich bin neidisch, Leute. Schickt mal ein bisschen Schnee rüber, bitte. Leute, also wenn ihr noch nie Raclette gegessen, ich glaube, Raclette soll Raclette heißen. Wenn ihr das noch nie gegessen habt, dann habt ihr definitiv was verpasst. Also holt das nach, um Gottes Willen. Speicherst du den live wieder? Ja, ich denke, dass ich den gleich wieder speichere. Huch! Irgendwie, oh Gott. Ich hatte gerade ein Problem auf dem Bildschirm hier. Aber jetzt ist alles wieder gut. Genau, ich werde den Livestream jetzt gleich auf jeden Fall wieder speichern. Den speichere ich wieder bei IGTV. Und da könnt ihr ihn dann gleich auch nochmal schauen, wenn ihr den nicht vom ganzen Anfang geschaut habt oder, keine Ahnung, ihn generell einfach nochmal schauen wollt. Ich würde mich jetzt auch verabschieden für heute, Leute. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass euer 2021 noch schöner wird als alle Jahre zuvor. Und genau, ich wünsche euch ein schönes Silvester und feiert heute Abend nicht zu doll, bleibt zu Hause, aber habt trotzdem Spaß und wir sehen uns dann im nächsten Jahr wieder, aka morgen, was irgendwie crazy ist, aber ja, tschüssi Leute, hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.